Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel Monatsorakel der Liebe für Februar. Das bin ich euch ja noch schuldig. Und wie gesagt, ich hatte heute am Sonntag ein bisschen mehr Zeit und habe gedacht, ach komm, machst du das Monatsorakel gleich heute, dann habt ihr das schon. Und am Mittwoch gibt es dann wie immer das Wochenorakel. Das wird nicht übersprungen, das bekommt ihr dann auch. Und es ist sehr interessant, dass wir sehen können, dass vorab genommen oder vorher weggenommen die Frauen ganz gute, stabile Lage emotional oder eben auch von ihrer Entwicklung erreicht haben, die Männer aber anfangen nachzuziehen, auch mit einem tollen Erfolg schon in ihrer Entwicklung in diesen Monat hineingehen und in diesem Monat auch noch mal weitere Dinge sich offenbaren werden, zeigen werden, entwickeln werden. Bei den Frauen auf einer ganz anderen Ebene fand ich total spannend, aber total stimmig, weil ich das genau gestern so erlebt habe. Also einiges davon habe ich schon wahrgenommen. Wir haben ja auch schon den laufenden März. Insofern denke ich mal, werden sich viele von euch da auch wiederfinden. Und bevor wir jetzt in das Hauptorakel gehen, bitte wählt noch einmal eure Hauptbotschaft aus. Und ich habe hier diesmal gewählt als Hauptbotschaften das Kartendeck, weil ich dich liebe, damit ihr eine schöne Aussage von eurem Partner oder Wunschpartner bekommt. Zu der ganzen Situation. Die fand ich alle sehr, sehr schön und finde das immer noch mal eine andere Variante, auch mal jemanden sprechen zu lassen, quasi. Wählt also aus. Ihr seht, das sind hier Teelichter. Wir haben hier das grüne Teelicht, das lilafarbene Teelicht, das rosafarbene Teelicht und das weiße Teelicht. Geht einfach nach der Farbe. Allein das ist schon die richtige Anziehungskraft, die es braucht hier für die Entscheidung. Ich fange dann schon mal mit der männlichen Achse hier an, also vor allen Dingen hier oben. Hier ist die weibliche Achse. Der obere Teil ist ja, was ist Thema im März? Was bearbeiten die Männer an sich? Womit sind sie konfrontiert in Sachen Liebe? Wo die Frauen? Dann kommt der Transformationspunkt, der Punkt der Heilung, der Punkt der Veränderung, wo eine andere Wahrnehmungsebene erreicht werden kann und was das für eine Auswirkung in dem Monat März dann noch hat. Wir fangen mit den Männern an, wie immer. Ups. Und die Engel sagen, im März empfinden die Männer einen ganz, ganz starken Frieden. Sie machen mit etwas Frieden. Und das hat mit Kindern, entweder Kindern im Außen zu tun, dass sie eigene Kinder haben, oder es ist ihr inneres Kind. Also sie kommen in eine ganz friedliche Lage, eine ganz friedliche Situation mit ihrem inneren Kind oder mit ihren Kindern im Außen oder beidem, um Gottes Willen, beides ist möglich. Und das ist sehr, sehr schön. Also alles ist friedlich, alles ist geklärt. Das können karmische Themen sein, die da geklärt wurden, die befriedet wurden im wahrsten Sinne des Wortes. Also das heißt, das meinte ich, die Männer kommen schon rein in den Monat März und haben eigentlich sehr viel schon getan. Und das werdet ihr auch merken. Ihr werdet spüren, dass die balancierter sind, dass sie mehr bei sich sind, dass sie entspannter sind, sich wohler fühlen, weil einfach ein gewisser Stressfaktor in ihnen selbst, sprich inneres Kind, oder mit Kindern im Außen gelöst wurde, bereinigt wurde. Ja? Und das nimmt sehr viel Stress bei ihnen raus. Da haben wir das Thema Selbstwert. Für viele wird das auch das innere Kind sein, viele Männer, also die kommen jetzt immer mehr in ihren Selbstwert, erkennen, was sie im Inneren, ja, immer mehr wert sind, dass es gar nicht so um diesen materiellen Wert im Außen, auch diesen Wert als Versorger so geht, sondern um sie persönlich, wer sie im Inneren sind, ja, um diese Akzeptanz, die fängt bei sich selber an, ja, das gilt ja für alle. Und auch hier die Männer akzeptieren sich selber mehr. Akzeptieren das, was sie sich wirklich im Leben wünschen und sagen, ich habe es verdient, so zu leben oder so zu sein oder dies und jenes so zu tun. Also sie kennen ihren eigenen Wert und müssen das nicht irgendwie kompensieren im Außen. Ja? Und da ist ein ganz, ganz starker versteckter Segen, wie gesagt, den, die jetzt mit in den März schon bringen, also der Segen ihrer inneren Arbeit, der zeigt sich den Frauen jetzt immer mehr in den Verbindungen. Es kann ein Partner sein, den du neu kennenlernst, der das mitbringt. Es kann dein Wunschpartner sein, dein aktueller Partner, der auf einmal, wo du merkst, der hat das jetzt in sich irgendwie klar und entwickelt. Ja, und das strahlt auch nach außen und du wirst das auf jeden Fall sehen und wahrnehmen können, ja, oder spüren, wie auch immer. Dann haben wir die Damen im März. Die Frauen, da sieht man schon an der Karte Selbstbewusstsein, sind halt schon einen Schritt weiter. Ja, die haben das schon. Selbstliebe, Selbstwert ist schon integriert
in so ein Gesamtselbstbewusstsein, sie haben das schon und da sie das haben, können sie das hier bei den Männern auch sehr gut erkennen. Ja? Es ist, wie wenn sie in den Spiegel gucken und sagen, ach guck mal, da ist er jetzt auch angekommen in diesem Selbstwert. Ja? Also ihr seht die Fortschritte, ihr hört die, wenn ihr mit ihm sprecht, ihr nehmt es wahr, da sind Fortschritte, die gemacht wurden und ihr begrüßt das natürlich auch. Und ihr denkt natürlich jetzt auch, okay, dann ist ja der Weg in eine bedingungslosere, stärkere Liebe auch näher gerückt. Und das stimmt auch. Ja, also das ist vielleicht, der Blick geht jetzt vielleicht in diese Ebene des Seins, des Liebens hinein für die Damen, dass sie sagen, okay, wird die Liebe jetzt einfach bedingungslos fließen oder wird es immer ein Wenn und Aber geben oder irgendwelche Blockierungen? Ja, also das kann jetzt alles leichter fließen und ihr denkt auch stärker über die Zukunft dieser Verbindung nach, die Gegenwart und Zukunft. Für diejenigen, die mit diesem Mann, um den es da für euch geht, nicht zusammen sind, geht es vielleicht darum, möchtet ihr mit ihm zusammen sein? Passt es? Macht es Sinn? Wird es funktionieren? Also es sind alles so Gedanken, die ihr euch macht, die nochmal angetriggert werden hier, auch durch Gespräche, die stattfinden. Das werden wir hier gleich nochmal sehen. Also es sind so Gedanken, macht es Sinn? Passt es? Ist es das, was ansteht? Ja. Also das ist in eurem Kopf, sage ich mal, und die, die schon liiert sind, überlegen eben noch eine zukunftsträchtigere Verbindung daraus zu machen, noch mehr Stabilität, Commitment, Zukunftsvision reinzupacken. Bei allen geht es aber darum, hört auf euer Herz. Es geht darum, mehr auf das Herz zu hören. Nur das Herz kann diese Entwicklung, von denen ich hier spreche, wirklich wahrnehmen, die Unterschiede, die feinen Zwischentöne, die veränderte Energie, worüber auch immer ihr das wahrnehmt, euer Herz fühlt das, ja, und euer Herz kennt auch nur die richtige Antwort, ja, auf diese Frage, ob es das ist oder ob es das wird oder wie auch immer. Jetzt gucken wir uns an, was für eine Heilung und Transformation im Lauf des März noch kommt. Und da sehen wir, ich kriege gerade so eingegeben, als wenn im Lauf des März eine Art Schlüsselmoment kommt für dich und diese Person, Mann oder Frau, je nachdem, wer jetzt hier zuschaut. Ja? Du merkst vielleicht, dass ihr Trost empfangen könnt voneinander, dass da eine Öffnung ist, eine Herzöffnung, eine barmherzige Liebe auch irgendwie. Ne? Die bedingungslose Liebe ist auch gern die barmherzige Liebe, die gerne gibt und die gerne teilt und die auch trösten mag, die auch das Leid des anderen sieht und wahrnimmt. Und darum geht es im März auch, diesen Trost auszusenden oder zu empfangen, je nachdem. Und dieser Trost hat etwas mit dem Thema Treue zu tun. Ich kann auch die Karte noch mal eben zeigen. Die Treuekarte hat etwas mit dem Thema Treue zu tun. Also das können sein, dass es da zwischen euch, weil ihr eben überlegt, geht es weiter, geht das in eine Verbindung hinein, gerade auch für Zwillingsflammen, glaube ich, im Moment im März ein Riesenthema der Annäherung, aber auch des Trostes darüber, was vielleicht nicht funktioniert hat, was vielleicht bisher schwierig war. Das Thema kommt jetzt ins Heilen. Moment, ich zeige nochmal die Karte. Wunderschöne Karte hier, ein Engel mit der Friedenstaube. Heilung im Jetzt. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Also dieser Moment des Trostes, dieser Moment, wo es um die gegenseitige Treue auch geht oder sich selbst auch treu sein, ja, ein treuer Mensch sein, ein treuer Freund auch, da geschieht ganz viel Heilung im Jetzt. Also ihr merkt, euer Herz kriegt eine Heilung, ihr gebt Heilung für einen anderen, was dieser Person gut tut. Und damit offenbart sich im März, ist so ein Schlüsselmoment und das schließt auf, den inneren Reichtum, der in dieser Verbindung eigentlich drin ist und der dir vielleicht bisher gar nicht so klar war oder gar nicht so offensichtlich war. Auf einmal merkst du, wow, dieser ganze Reichtum, der ist komplett in unserem Inneren, in dieser Herzverbindung, ja, in dieser Liebe, die wir austauschen. Und das ist der wahre Reichtum, um den es hier offenbar zwischen Mann und Frau ab März immer mehr gehen wird. Ja, immaterielle Dinge. Jetzt gucken wir uns an, was das hier für den Mann für Auswirkungen hat, dieser auch Schlüsselmoment. Die Engel sagen, bei den Männern fallen die Masken. Ja, der März ist der Monat,
wo die Männer ihre Masken fallen lassen, wo du merkst, das ist jetzt authentisch, da ist jemand ehrlich, da ist jemand verlässlich, da ist jemand wahrnehmbar, da wird nicht irgendeine Show gemacht oder großes Blabla, sondern die Masken fallen, weil die Männer oder auch die Frauen genauso in den Gesprächen die Masken fallen lassen können, weil es jetzt geht, weil sie nicht mehr festhalten an einer Vorgabe irgendwie zu sein. Und dadurch, dass die Masken wegfallen oder ein Grund dafür, dass die Masken wegfallen, ist, dass beide Personen, Mann wie Frau, eben immer besser die Botschaften des Herzens wahrnehmen können. Also sie kommen stärker in Kontakt mit ihrer inneren Wahrheit, was die Liebe betrifft. Hier reden wir ganz klar über Liebesbeziehungen. Also sie nehmen wahr, was ihr Herz will. Schaut euch mal die wunderschöne Karte an, hier mit der Herztrommel. Also der Herzschlag, die Verbindung zum Herzen von Mutter Erde, von uns selbst, wird immer deutlicher und wir folgen dem auch. Das heißt, wir brauchen keine Maske mehr tragen, weil wir innerlich klar sind. Und noch eine schöne Karte, die dazu passt. Die Wüste, ein Berber in der Wüste, erfahre die Zeitlosigkeit deiner Seele. Und ihr habt so einen ganz mystischen Moment. Also die Karte berührt mich auch gerade sehr. Ich selber war noch nie bewusst oder so barfuß oder nachts in einer Wüste. Aber ich habe eine Freundin, die das regelmäßig macht, also in größeren Abständen in die Wüste fährt und sagt, sie ist dann Gott einfach näher. Der Kosmos, die Sterne, die man hier auch sieht in der Nacht, die sind einfach näher. Und es ist eine wahnsinnige Energie in so einer Wüste. Und ihr habt die Möglichkeit, in diesem Monat die Zeitlosigkeit der Seele zu erfahren. Also die Männer haben wirklich einen mystischen Moment, dass sie wirklich spüren, die Liebe, die Partnerschaft, die Seele ist zeitlos. Ja, was war, was ist, ist alles egal. Also na, egal ist vielleicht das falsche Wort, aber ist alles kleine Pünktchen auf diesem riesigen Zeitkontinuum, auf dem wir uns alle bewegen, inkarniert sind, ja, und noch weiter inkarnieren. Also wir sind, das ist ein Moment, das ist ein Fingerschnippzeit, ja. Und auch was Zeit bewirkt, auch bei den Männern die Frage, wollen sie sich noch mehr Zeit lassen, wollen sie noch mehr Zeit schinden oder Zeit mit etwas verbringen, was sie im Herzen nicht erfüllt. Diese Masken fallen jetzt, ja. Und dann haben wir hier die Sumpflöcher. Verbünde dich mit der Angst, entfache deinen Mut. Also viele Männer werden jetzt ihre Angst, das Falsche zu tun oder ihre Angst, besser im Alten zu bleiben, weil das Neue ist gefährlich, über Bord werfen, nach und nach Schritte in den Sumpf gehen, in das Dickicht und ihre Lampe, das Zeichen für den spirituellen Weg. Oft sieht man den nächsten Schritt auf dem spirituellen Weg nur mit einer Lampe, die man einen halben Meter vor sich herträgt. Also sie fangen an zu explorieren, was es noch gibt, wie ihr Weg aussehen könnte und sie haben mehr Mut und erkennen, dass ihr Herz auch hier sie führt. Das wird immer deutlicher. Dann haben wir die Damen. Was passiert bei den Damen? Da haben wir erstmal eine Visionssuche. Die Frauen, wie ich schon sagte, die haben relativ viel erreicht in ihrer Entwicklung. Ein bisschen ist es jetzt so ein Plateau erreicht, wo sie erstmal sein können. Und sie halten aber Ausschau nach der Vision ihres Lebens. Das passt so ein bisschen zum Engelorakel für die kommende Woche, was ich eben veröffentlicht habe, wo es auch um die Pläne, neue Ideen für die Zukunft geht. Also auch in der Partnerschaft sind viele Frauen, die jetzt schauen, wo geht's hin, was kommt, wie will ich leben, wie will ich sein, was passt. Und während das passiert und während das für sie notwendig wird, erfahren die Frauen immer mehr, dass es wichtig ist, auch die Botschaften ihrer Körperzellen zu vernehmen. Ja, das klingt jetzt schräg. Die Karte kam, habe ich erstmal gedacht, was meinen Sie wohl damit? Aber es wird mit den nächsten beiden Karten für mich zumindest klar. Und ich habe das auch gestern gemerkt, weil der Körper, wir haben im Moment, das sagte ich schon, starke, starke Aufstiegsenergien. Ganz, ganz stark. Und ich merke das auch, dass ich, wie gesagt, mich öfter ausruhen muss. Das hatte ich auch schon gesagt, das kenne ich auch schon, ist halt manchmal so. Aber auch dieses Zellprickeln und diese Bewegung in den Zellen, diese Energien in den Zellen, das ist deutlich spürbar. Das heißt, der Aufstieg kommt. Es geht jetzt um die Vision, wo soll das Ganze sich hinentwegen? Erstmal für dich selbst und vielleicht auch für deine Partnerschaft. Also diese Vision und auch diese Veränderungen im Körper, in den Zellen, die Schwingungserhöhung ist deutlich. Und sie betrifft auch deine Fruchtbarkeit, reinige deinen Schöpfertempel, also das Sakralchakra. Ja, auch das wirkt sich auf die Partnerschaft aus, auf die Sexualität.
Da passieren jetzt Veränderungen, energetische, die ihr auch spürt. Und es ist eine Transformation. Ihr werft alten Ballast ab, um in diese neue Kraft zu kommen. Das kann auch bedeuten, dass ihr euch wirklich mal nicht gut fühlt, wie krank, legt euch 2 Tage ins Bett und dann merkt ihr, es geht wieder. Es ist eine Transformation auf Zellebene, die gerade stattfindet. Das kann sein, dass ihr weint, dass ihr irgendwas loswerden müsst, irgendwas will raus aus dem Feld. Tut das bitte. Es ist ein Reinigungsprozess, den ihr im Moment braucht, um auf diese höheren Schwingungen euch einzulassen für das, was kommt. Und da, dass da eure Antennen, auch für die geistige Welt, die euch da ja führen will, auch stimmig sind. Und das ist, glaube ich, das Geschenk dieses Monats, auch wenn das ein bisschen anstrengend war. Also gestern hätte ich auch gar kein Orakel machen können, da war ich überhaupt nicht fit. Da habe ich gedacht, wann mache ich das? Gucke ich mal, wie es morgen geht. Und heute geht es mir wieder sehr gut. Also das können so 1-2 Tagesprozesse sein, wo es das einfach braucht. Okay, dann gucken wir uns die individuellen Botschaften hier an. Wir haben einmal hier das rosa Teelicht. Diejenigen, die das rosa Teelicht gewählt haben, erhalten die Karte und die Info, weil ich dich liebe, bin ich bereit zu bereuen, dich um Vergebung zu bitten und Wiedergutmachung zu leisten, wenn ich dich verletzt oder mich unangemessen verhalten habe. Also jemand möchte um Vergebung bitten. Also da ist eine gewisse Einsicht. Ja, wir hatten hier den Trost mit der Treue. Eine gewisse Einsicht über Fehler, Fehlleistungen, über Verletzungen, die entstanden sind, die einer von beiden oder beide auch bereuen. Ja, wo man das als zurücknimmt und einander um Vergebung bittet für das, was war, und dass man eben erkennt, wir gehen in eine neue Zeit, in eine höhere Schwingung, und da wollen wir diese alten negativen Energien auch gerne hinter uns lassen. Ja, und wer da Unklarheiten hat, was für karmische Themen eventuell da noch blocken beim einen oder anderen, mag das noch so sein, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit dem Akasha-Seminar da zu lernen, wie ihr diese früheren Leben einsehen könnt, wie ihr erfahrt, was im früheren Leben passiert ist, auch mit diesem Partner, Partnerin, und könnt das auch auflösen, dieses Karma. Das macht dann wieder Wege frei für höhere Schwingung, für Einsichten, für Befreiung. Ja, und was vielleicht auch hier bei den Männern ein Stück weit auch nötig ist beim Thema Frieden mit dem Kind. Dann haben wir das weiße Teelicht. Beim weißen Teelicht lautet die Message, weil ich dich liebe, erlaube ich mir und dir, eine eigene Meinung zu haben. Unsere Meinungen dürfen übereinstimmen, aber sie müssen es nicht. Hier geht es um eine hohe Toleranz, um ein Leben und Leben lassen. Das ist auch bedingungslose Liebe. Zu erkennen, dass eine andere Meinung einen nicht entzweien muss, sondern anregend sein kann, über Dinge nachzudenken, Dinge in einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und eben in der Liebe auch zu akzeptieren, dass wir Unterschiede haben. Bei aller einem Wunsch nach Harmonie und Einklang und Verständnis ist es aber auch wichtig, dass wir Individuen bleiben und unsere eigene Sichtweisen haben. Und auch dieses Aneinanderreiben wird hier offenbar für euch als sehr glückbringend auch gesehen. Dann haben wir die grüne. Grünes Teelicht. Ah, ich mache erstmal hier. Weil ich dich liebe, treffe ich klare Absprachen mit dir, damit sich unsere Liebe in Sicherheit entfalten kann. Also hier für die, die das grüne Licht gewählt haben, kommt viel Energie des Herzchakras. Es geht jetzt um Verbindlichkeit. Es geht darum, jetzt wirklich Absprachen einzuhalten, Verabredungen, Versprechen, Aussagen, verlässlich zu sein, eben nicht vor, zurück, hinher, on, off, wie auch immer, sondern klar und deutlich zu sein miteinander und das auch wertzuschätzen, wenn der andere das einbringt. Also eine sehr schöne Verbindlichkeit, die hier für viele entstehen kann. Dann haben wir das lilafarbene Licht. Diejenigen, die das lilafarbene Licht gewählt haben, erhalten folgende Nachricht: Weil ich dich liebe, respektiere ich deinen Glauben und das, was dir heilig ist, wie ich meinen eigenen Glauben anerkenne und ihn zur Grundlage meines Handelns mache. Also für euch geht es auch so ein bisschen um die Anerkennung des Glaubens oder der Spiritualität. Auch ein Riesenthema für viele da draußen in den Partnerschaften, einen Partner, Partnerin zu finden, der oder die bereit ist, sich auf das, also zumindest das Spirituelle zu respektieren, dass ihr da euren Weg habt, dass ihr andere Einsichten über die Spiritualität bekommt und bekommen habt, dass ihr auf einem Weg seid, dass ihr geführt seid, dass ihr Eingebung bekommt, Hilfe auch von den Engeln bekommt. Also hier geht es darum, dass
diese Partnerschaft jetzt auf einen Level geht, wo dieser Respekt und diese Wertschätzung, dass die Frauen oder die Männer oder auch beide, ja, diesen spirituelle Anbindung haben, das wird auf einen anderen Level gehoben. Was vielleicht vor ein paar Jahren noch belacht wurde, belächelt wurde oder als Quatsch abgetan, wird jetzt irgendwie zumindest respektiert, ja, und gesagt, ja, ich verstehe schon irgendwas, was ist da schon dran, ja, also ich lass dir das, mach das, wenn du das machen willst, das ist richtig und tue, was du für richtig hältst. Also eine sehr tolerante Einstellung. In diesem Sinne, ein sehr spannender Monat. Ich kann, wie gesagt, schon sagen, dass hier einige Themen, gerade hier die Transformationsschlüsselmitte, für mich schon begonnen hat und da schließt sich schon ein ganz, ganz toller Weg auf. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen von Herzen alles Gute für euren Liebesweg. Hoffe, das Reading kommt heute genau richtig für euch. Schick euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sag bis bald.